Pöngel zu. Ja, es geht, es geht, es geht. Oh, ich hab's gefixt. Jawohl. Sehr gut. Jetzt ist der Stream so, wie er sein sollte. Perfekt. F5 ist wieder an. So. Hallo Zuschauer, hallo YouTube. Wir spielen heute Metroidvania. Ich hatte nur gerade noch technische Probleme, aber die sollten jetzt gefixt sein. Jetzt sieht es normal aus? Ja. Man darf scheinbar den Farbraum in den erweiterten Einstellungen nicht auf voll haben, sondern auf begrenzt. Und dann überträgt man richtig die Farbe auf Twitch. Hatte ich scheinbar falsch eingestellt hier. Jetzt sind nämlich die Farben so, wie ich sie auch sehe. Und alles ist nicht mehr so dunkel. Das Problem hatte ich ja scheinbar schon bei Hand. Weil da meinten Leute, sie haben ja gar nichts gesehen in dunklen Bereichen. Deswegen wollte ich es jetzt gefixt haben, dass es aussieht, wie es aussehen sollte. So. Genau. Konnte alles vorher auch sehen? Ja, das betrifft nicht alle. Ich habe gestern noch überlegt, wie toll es wäre, wenn Zombie dieses Spiel spielt. Okay. Kurz hier noch ein bisschen reden, bevor wir anfangen. Ich hatte auf einmal drei Metroidvanias vor mir, die ich spielen kann. Ich war sehr unentschlossen, welches ich spiele. Ich habe jetzt so ein bisschen Rezension durchgelesen und habe mich dann für das hier entschieden. Es kam nämlich Grime raus. Das hatte Holly in seinem Stream angespielt und irgendwie abgebrochen, weil es ihm nicht zugesagt hat. Aber es hat trotzdem eigentlich recht positive Reviews gehabt. Warte. Ich mache es nochmal ein bisschen. Ich hasse das auch, wenn Leute über Spiele reden und ich nicht verstehe, wie es geschrieben wird. Deswegen. Grime. Grime wäre das erste gewesen, was rausgekommen ist. Das spielen wir vielleicht also auch noch irgendwann. Dann gab es halt Unbound. Die sind ungefähr zeitgleich erschienen. Und auf der letzten Nintendo Indie-Show gab es noch Axiom Verge 2. Das erste Axiom Verge kann ich ultra empfehlen, das ist mega gut. Aber ich habe jetzt die Reviews zum zweiten durchgelesen. Und es ist scheinbar nicht ganz so cool wie das erste. Trotzdem ein gutes Spiel, aber nicht ganz so cool wie das erste. Und deswegen habe ich mich für Unbound entschieden, weil da die Reviews am positivsten waren. Hat man jetzt gesehen, was ich geschrieben hatte? Oder ist es... Ja, hat man. Okay. Ich habe nur auf Abbrechen gedrückt und dachte gerade, es geht nichts. Aber passt hier scheinbar so. Okay. Die Musik ist ultra. Ja, bisher sehr schön. Bin auch sehr gespannt. Ich habe mir echt wenig von dem hier angeguckt. Habe mich am Ende halt zu dem entschieden. Ich wollte erst Axiom Verge machen. Ich wollte es mir dann auf der PlayStation 5 kaufen. Aber da steht einfach, ja, kann man nur auf der PS4 spielen. Und dann habe ich halt doch lieber Unbound genommen. Und Hollow Knight? Ja, Hollow Knight kam nicht diese Woche raus, diesen Monat. Es geht nur um Spiele, die diesen Monat rauskamen. Hollow Knight habe ich schon auf 100% damals gespielt, wo es rauskam. Ich freue mich auf Silksong. Silksong wird mega instant gestreamt. Ja. Aber wie dämlich ist denn das, dass es ein Spiel gibt, welches man im PlayStation 5 Store findet, wo dann steht, kannst du nur auf der PS4 spielen. Das ist schon irgendwie weird. Aber irgendwann kommt noch eine PS5-Version von Axiom Verge. Vielleicht spielen wir es dann. Dann warte ich einfach darauf und dann kann ich da eine Platin-Trophäe holen oder sowas. Genau. Also, wer Metroidvanias mag, es gibt sehr viele. Momentan. Und... Ja, genau. Ja, das passt alles. Hat scheinbar auch Errungenschaften. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier scheint so ein bisschen auch an Hollow Knight inspiriert zu sein. Allein dieses Achievement-Menü und das Hauptmenü und so und die Musik. Bin sehr gespannt. Und ja. Ist cool so mit dem Interface oder wollen wir Vollbild? Ich finde es bei so Metroidvanias finde ich es eigentlich cool mit dem Chat an der Seite und dass ich nicht im Bild hänge, weil, keine Ahnung, ich will nicht die ganze Zeit irgendwas bei 2D-Spielen verdecken. Weil sowas wie Hand oder so, da gibt es ja die Cam in der Ecke besser, weil da ist ja eh der Fokus meistens in der Mitte vom Bild. Ja, ist gut so? Okay. Gut. Dann machen wir ein neues Spiel. Fangen wir an mit unseren Abenteuern Anbau und... Genau, ich glaube, wir sind der mit der roten Kapuze. Der keine Freunde hat.
Ich muss das Spiel noch leiser stellen, oder? Genieß das laute Intro, ich mach's danach leiser. Ein Fuchsi. Oder was auch immer das ist. Perfekt. So, Optionen, Sound. Immer alles auf 60% runter. Ah, warte, das ist eine Gesamtoption, upsi. Machen wir mal alles nochmal hoch und machen Gesamt runter. So. Jetzt irgendwie schon leise, oder? Jetzt könnte es lauter sein. Aber wir haben eine brennende Kapuze. Das ist schon mal hip. Geht. Nee, wir machen 70. So. Wenn irgendwas Lautes kommt, dann wissen wir ja Bescheid. So, eine laufende Kerze sind wir, ja? Hallo, wer bist du? Oh, da bist du ja, Soli. Dein Vater und ich haben uns schon gefragt, wohin du verschwunden bist. Ganz ruhig, aufgeregt wegen der Zeremonie heute Abend. Aber ich fühle mich dabei immer noch unwohl. Wir werden uns zusammentun und den Kristall reinigen, der unser magisches Tor versorgt. Dann wird das Dorf feiern. Die meisten von uns haben schnell vergessen, wie das Leben war, bevor die Tore versiegelt wurden. Aber ich erinnere mich lebhaft daran. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir durch das Dorftor in eine andere Welt reisen konnten. Damals kam einem das Universum größer vor. Dein Vater und ich haben uns auf Abenteuer an Orte begeben, die unsere kühnsten Träume übertreffen. Oh, die Dinge, die wir gesehen haben. Das Universum kam mir ein wenig kälter vor, nachdem die Tore geschlossen waren. Das war, bis du in unser Leben getreten bist. Ich lasse mich hinreißen. Geh und spiele eine Weile, aber versprich mir, dass du rechtzeitig für die Zeremonie zurückkommst. Okay. Tore, Welten, was auch immer. Hier sind eine Kerze, die rumläuft. Wir können hüpfen, wir können das machen. Okay. Und sonst sehe ich auf keiner anderen Taste eine Funktion. Nö, nur dieses Leuchteding. Was, da können wir schon mal immer hüpfen. Ich habe im Trailer gesehen, dass es sowas mit Schwerkraft umdrehen gibt. Und aber in der umgedrehten Schwerkraft ist gleichzeitig irgendwie so eine Parallelwelt oder so. Klingt immer cool. Ich mag sowas, wo man so zwischen Welten hin und her wechseln kann, aber im selben Gebiet noch ist. Haben die Ori-Leute das Spiel gemacht? Nein! Tatsächlich gibt es auch andere Entwickler, die 2D-Spiele machen können. Und das Ori-Team hätte das... So, Ori sieht halt krass hübsch aus. Und das hier sieht gut aus, aber nicht krass hübsch. Hallo. Was für ein großartiger Abend, Soli. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Brom, der Wächter von Vaya, unser bescheidenes Dorf besucht. Es ist eine Ehre für einen Wächter, das Ritual durchzuführen. Nach dieser Nacht wird sich die Nachricht von Ru über die Meere verbreiten. Was? Aber ja, ich habe eine seltsame kleine Kreatur in diese Richtung laufen sehen. Ich glaube, sie ist in Richtung Osten gehuscht. Brom wird pünktlich hier sein, um das Ritual zu beginnen. Bitte trödle nicht. Okay, wir suchen unseren Lichtfuchs oder was auch immer. Beachtest du mich nicht, Zombie? Doch, ich beachte alle. Ich lese natürlich jede einzelne Nachricht, anstatt das Videospiel zu spielen. Wofür wir hier eigentlich sind, Dr. Zapo. Ich drücke den Knopf. Voll den Rayman-Style? Ja, so ein bisschen an Rayman kannst du erinnern, das stimmt. Aber ich habe keine schwebenden Arme. Halte X. Ach, zum Ziehen muss ich X gedrückt halten. Ich bin gerade einfach nur dagegen gelaufen. Das ging auch. Und noch eine Cutscene. Ich will dich überspringen. Ah, laut. Unbound. Worlds Apart. Feuerprobe. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall lauter, das Spiel. Ich stelle einfach 100 Mal den Sound hin und her.
Sonst kommt mir nicht mehr vor, als wäre es groß leiser geworden. Aber dank dem blauen Fuchs sind wir aus dem Dorf gegangen und wurden nicht verbrannt. Wir gehen aber gerade genau wieder dahin zurück, ne? Guck mal. So eine Schutzbubble. Hallo Mama. So, du bist zurückgekommen. Flieh, mein Kind. Hier ist es nicht sicher. Finde Brom, er wird dich beschützen. Jetzt geh, bleib stark, mein Wunder. Ich geh mal. Okay. Ah! Hallo? Okay. Drücke X, um den Kristall zu greifen. Das Meer der Realität fließt ungebunden. Ich werde deine Sinneskraft auf seine Flut einstimmen, damit du die anderen Welten beschwören kannst. Drücke LB, um das Portal zu wechseln. Ah, guck mal. Naja, wir können einfach spontan so ein Portal in eine andere Welt öffnen. Womit ich halt dann auch hier durchgehen kann. Was ist, wenn ich dann hier bin? Ach, dann sagt's, nee, nee, kannst nicht, auf der anderen Seite ist was. Okay, cool. Oh, das ist nice. So, den kann ich mir ziehen. Und dann können wir uns hier... Da kann ich dann darüber hüpfen. Stacheln sind hier in beiden Dimensionen, aber hier sollte ich das öffnen. Ah, das ist sehr nice. Da ist noch die Plattform, die ich brauche. Sehr paranoid, was zu verpassen, wenn ich nur. Kann ich theoretisch hüpfen und es hier oben nochmal neu öffnen? Cool. Gibt bestimmt dann so schwerere Aufgaben. So, mit X kann ich das öffnen. Cool, dass ich so eine... Kann ich dann später auf verschiedenen Tasten verschiedene Welten öffnen? Das wäre krass. Ich will nicht mehr die Welt öffnen. Ich habe nicht mit dem Jumpscare gerechnet. Ah! Ah! Ist es weg? Junge! Oh. Ich erschrecke mich hier bei meinem Portal. Ah. Es wird lebendig dadurch. Also kann ich hier so und dann so. Okay. Ah. Get stone. No, get stone. Es wollte mich angreifen, glaube ich. Hier sind so oder so Stacheln. Yo, was zur Hölle? Okay, wir haben es ja überlebt. Ich kann auch daran vorbeilaufen, ne? Ja, okay. Okay, ich verstehe. Ich will das Portal so öffnen, dass ich noch hier drauf stehen kann. Ja. Dann auflösen beim Sprung. Das wird auf jeden Fall auf mich drauf fallen. Dark Souls hier. Gibt es eine Platin-Trophäe? Ich spiele es nicht auf der Playstation, ich spiele auf dem PC das hier. Naja, dass man einen Sprung wechseln muss, kommt aber jetzt schon. Ist da ein Geheimnis? Nein. Okay, das ist cool, dass man damit arbeiten kann. Mit diesem Sprung neu setzen. Ja. Papa! Oder wer auch immer du bist. Dem Meer sei Dank, dass du entkommen bist, Kind. Wir warten auf Broms Ankunft. Wir warteten auf Broms Ankunft, als ich ein Portal auf dem Dorfplatz öffnete. Bevor wir wussten, was passiert war, tauchten Dämonen auf und griffen uns gnadenlos an. Es war wirklich schrecklich. Egal wohin ich mich drehe, ich sah, wie meine Freunde von diesen Biestern vernichtet wurden. Ich hatte Glück, dass ich mit dem Leben davon kam. Wage dich vor und du wirst eine Lichtung finden, die vom Orden gesichert wurde. Wenn du dich beeilst, werden sie sich um dich kümmern. Hier, ich lasse dich eben in der Lava-Welt zurück. Okay. Das Viech ist ganz schön groß. Ja. Warte, ich will das hier haben. Ihr seid hier bestimmt solche Bouncies, ne?
Ja. Und ansonsten tun die mir weh. Doch, gefällt mir ganz gut bisher. Zack, zack. Und da. Alles sehr cool. Hast du Death Stranding auf 100% gespielt? Nee, nee, nee. Ich habe da die Story durchgespielt und so ein paar der Orte, wo man Pakete hinliefern kann, noch auf 5 Sterne gebracht, aber nicht alle. Da war ich dann zu faul für. Da haben wir dann doch ein bisschen zu viel hin und her gelaufen. Aber Death Stranding fand ich ultra gut. Ich werde den Director's Cut aber trotzdem nicht spielen. Ich werde ihn mir einfach in Streams angucken. Nochmal das gesamte Spiel spielen wegen ein bisschen Content ist mir dann auch nicht wert. Aber an sich mochte ich Death Stranding. Wir brauchen wahrscheinlich den Kristall da oben, um die Tür da rechts zu öffnen. Ich nehme an, dafür müssen wir einmal im Kreis den Sprung schaffen. Okay. Easy. Aber bisher ergibt ja alles irgendwo Sinn. Ah, den brauche ich da drüben. Kannst du mal Splitgate streamen oder ein Video davon machen? Ich verstehe nicht, warum es so einen Hype hat. Und ich habe auch nicht so wirklich Interesse daran. Ist halt so ein Quake-Style-Shooter mit Portalen, aber ist so meins. Aber jedem das seine. Wie findest du Wobbly Live? Ich habe nicht so viel in die Videos von Paluten und so reingeguckt. Weil ich selber vielleicht irgendwann noch spielen will. Ist ja noch Early Access und so. Aber sah interessant aus. Was war das? Hallo? Kommt es immer runtergefallen? Au! Okay, das passiert also, wenn man stirbt. Ah ja, und das war eine riesige Spinne. Wie, du fällst auf mich drauf. Oh, das heißt, es ist Checkpoint. Leuchtende Kristall hinter mir? Weiß es nicht. Ein kleiner Schmetter. Ah! Das ist ja voll das Jumpscare-Spiel. Ah! Okay. Okay, die Grütze kann ich ausmachen. Warte, war jetzt da hinten noch was? Da kommen wir doch irgendwie hoch. Aber nur irgendwie, weil eigentlich habe ich hier keinen Sprung oder so, um hochzukommen, ne? Crazy Ding. Okay. Ich warte noch kurz, bis der nach links fliegt. Ja, ich hatte mit Modado Aragami gespielt und ich weiß, dass ein zweiter Teil kommt, aber ich glaube nicht, dass ich den spielen will. Was ist hier meine Aufgabe? Ich kann da... Also ich soll... Okay, da kommt eine Plattform. Ja, aber wie soll ich denn hüpfen, wenn das Ding gleichzeitig beißt? Ach so. Ah. Einfach in der Luft gucken kurz, was abgeht. Ja, guck mal, der wird auch langsamer dadurch, dass der größer ist. Au. Au. Muss ich da drüber springen? Also ich... Es geht theoretisch, aber es ist echt... Okay. Huh. Geht schon anspruchsvoll hier, das Spiel. Videogame. Wird wahrscheinlich noch schlimmer. Hast du mitbekommen, dass Limewire und Astronie auf die Switch kommen? Ja, das kann mir ja egal sein. Ich kann ja beide am PC spielen. Also, einfach nur cool für die Marken, dass sie woanders hinkommen. So, was seid ihr? Eine Plattform zum Durchhüpfen, okay. Ja, dachte ich mir schon. Hallo, Meatball. Achso, der bewegt sich nur...
Außerhalb der Portalwelt. Okay. Verstehe. Hallo? Sei vorsichtig, wohin du gehst. Könnte es in chaotische Zeiten. Die Leute kommen und gehen in Panik. In den Wald, um ihre verlorenen Angehörigen zu finden. Nimm am besten auch eine Karte mit, wenn du dich auf den Weg machen willst. Sie wird dich auf dem richtigen Weg halten. Das ist kein Problem. Wir müssen uns gegenseitig durch die dunkle Zeiten helfen, nicht wahr? Der Wächter. Neue Quest. Drücke... Blöpp, Details. Ach, das ist so ein Teleportstein. Dann kann ich mich da rein teleportieren in das Gebiet. Ah ja, und wir haben eine richtige Karte, die alles zeigt. Das Brom. Ja genau, ist ja meine Quest. Finde Brom. Ja, ist schon sehr Ori-mäßig, die Karte auch. Mit den riesigen Kreisen, wo man hin muss. Errungenschaft freigeschaltet. Wohin als nächstes? Wofür? Finde den ersten Kartenmacher. Okay. Heißt ja für mich, dass es mehrere gibt. Das Gesicht unten links ist so cute. Dankeschön. Das ist meins. Ja. Aha. Können wir den Bouncer jetzt hier rüberziehen? Und... Oh. Da oben links... Ja, jetzt kommen hier bestimmt so voll viele Wege, wo wir gar nicht lang können. Da oben links können wir bestimmt später hin und so. Warum soll ich den mitschieben? Ah. Oh Gott. Das ist cool gemacht, dass man echt das so aktiv nutzen muss, aus den Sachen rauszuspringen, um es an- und auszumachen. Erwarte ich oft bei Spielen nicht, weil voll oft sind Spiele so, ja, das ist dann zu schwer für die Casual-Spieler, deswegen machen wir das nicht. Unten oder oben lang? Portal. Portal. Huch. Hallo? Achso, es geht aus, wenn ich zurückgehe. Hallo? Das Meer sei Dank, ein weiterer Überlebender von Ru. Mach dir keine Sorgen. Ich verspreche dir, dass du hier sicher sein wirst, Kind. Unsere Magier konnten einen mächtigen Schutzzauber um diesen Bereich legen. Auch das Tor hinter dir wurde durchdrungen. Tore wie diese blockieren die Fähigkeit, Portale zu beschwören. Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme, um den Dämonen im Schach zu halten. Wir werden tun, was wir müssen, um unser Volk zu schützen, bis Brom uns den Weg nach vorne zeigen kann. Aha, also hier kann ich... No Portal. Verstehe. Sicherer Hafen. Habe ich jetzt Achievement. Betritt das Heiligtum. Der Bann, der unser Heiligtum vor den Dämonen schützt, wird von Minute zu Minute schwächer. Wir brauchen dringend Broms Führung. Obwohl unsere Situation schlimm ist, weigert sich Brom, seine Kammer zu verlassen. Schlimmer noch, seine Tür wurde magisch versiegelt. Ich habe jeden Zauber versucht, den ich kenne, doch die Tür öffnete sich nicht. Ich kann nicht begreifen, warum Brom sich selbst weggesperrt hat. Wenn wir nur unseren Kristallsplitter behalten hätten, wir hätten ihre Kraft nutzen können, um die Tür zu öffnen. Ich habe Kristallsplitter. Hallo nochmal, es tut mir leid zu sagen, dass die Tür verschlossen bleibt. Bist du auf der Suche nach Splittern? Ich weiß deine Sorge zu schätzen, aber es braucht mehr als ein Kind, um diese Angelegenheit zu lösen. Okay, ich gehe aber trotzdem nochmal kurz zurück. Weil es gab noch einen Weg da nach oben. Und den will ich mir angucken. Sehr gefährlich übrigens mit Stachelsplittern hier am Eingang des Dorfes. X, hallo. Danke. Also, packen funktioniert nicht so gut wie erwartet. Ich weiß nicht, ob das die gewollte Lösung ist, aber so mache ich es jetzt. Oh, schade doch nicht. Au. Wir sind schnell. Schaffe ich das irgendwie? Ich darf auch nicht hier rein durchspringen. Okay, das wollte ich gerade kurz getestet haben. Aber...
glaube, das schaffe ich nicht. Warte. Ich habe... Ich dachte gerade, vielleicht kann ich irgendwie mein Portal weit genug wegöffnen, dass es nicht diese Gegner aktiviert. Hey, so aktiviere ich nur zwei. Und den Stein nicht. Ja doch, das kann passen. Aha! Die Gelehrten streben danach, alle Welten unter den Bannern der Einsicht und des Wohlstandes zu vereinen. Laut diese Viecher. Ein unendliches Ziel mit keinem klaren Ende. Erste von vielen. Habe ich als Achievement bekommen. Erste von vielen was? Rette einen verlorenen Dorfbewohner. Naja. Das stand aber nicht rette, sondern ette. Aber ich verzeihe es die mal den Rechtschreibfehler. So. Ja, mit dir haben wir schon geredet und wir suchen scheinbar zwei Splitter. Wir haben schon einen Splitter dabei, also eventuell suchen wir nur einen zweiten. Haben wir ein Menü oder sowas? Ah ne, wir haben die beiden Splitter aber markiert. Torkristall und Torkristall. Okay. Dann ist ja easy. Was ist aus Valhalla geworden? Was meinst du, Mr. Saitawa? Was für ein Valhalla? Na, guck mal, mein Fuchsding aus dem Intro. Und es kann scheinbar reden. Hallo noch einmal, wie ich sehe, hast du es geschafft, diesen elenden Dämon unversehrt zu entkommen. Wo sind meine Manieren? Ich bin Leira und komme aus einer fernen Welt, weit weg von Vaya. Die Bestien, die dein Dorf angegriffen haben, sind vor vielen Monaten in meine eigene Welt eingefallen. Sie verwüsteten sie, bis nur noch wenig übrig war. Weißt du, ich war auf der Flucht vor diesen elenden Kreaturen. Sie hatten mich in die Enge getrieben, als sich dein Portal vor mir öffnete. Ich sprang ohne zu zögern durch und landete hier. Du hast mir das Leben gerettet, so stehe ich nun in deiner Schuld. Suche mich auf, wenn du jemals ein freundliches Ohr brauchst. Ich werde nie weit weg sein. Okay. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich fühle mich sicherer in dieser Welt, auch wenn nur für einen Moment. Ich hörte Geflüster unter den anderen Überlebenden. Sie fürchten, dass dieses Heiligtum der Dämonen nicht mehr lange abwehren kann. Ich fühle mit ihnen, denn alles, was sie tun können, ist hier zu warten und daran zu glauben, dass alles gut gehen wird. Wir sollten uns nicht mit solch ängstlichen Gedanken plagen. Die Barrieren sollten halten für den Moment. Okay. Also kein Companion. Was ist das? Oh, ich kann klettern. Okay. Und was bist du? Hallo, du siehst überrascht aus, mich so schnell wiederzusehen. Denk dran, ich bin ein Meisterkartograf. Es gibt keine Abkürzung in dieser Welt, die ich noch nicht gefunden habe. Aber Eie, es war mein Beruf, durch Portale zu reisen und die Lage jeder Welt für den Ohren zu erkunden. Ich sah Länder voller Eis, Wasser, Sand und Feuer. Jedes mit seiner eigenen reichen Geschichte, Kultur und Menschen. Jetzt, wo die Tore verschlossen sind, fühlt sich unser Universum ziemlich klein an. So eine Verschwendung, was? Verirre dich nicht da draußen, hörst du? Achso, du gibst mir gar keine neue Karte oder so? Okay, aber hier liegen auch direkt dann so Zettel rum. A la Hollow Knight. Also, jetzt muss mal gucken, was Mr. Saitawa gefragt hat. Zwei Nachrichten hat er geschrieben. Was ist aus Valhalla geworden? Und zwei Minuten später wirst du wieder ein Video dazu hochladen. Hallo, beantworte, ich habe zurückgefragt. Ich habe deine Frage beantwortet und dir eine Frage gestellt. Oh, eine Pharos hat ihn getimeoutet. Wow. Jetzt kriege ich nicht mal mehr eine Antwort. Also wenn du Assassin's Creed Valhalla meinst, das habe ich die Tage ein bisschen weiter gespielt. Habe jetzt über 100 Stunden drin. Habe alles außer die letzten Gebiete. Yoshi von. Hallo? Verfluchtes Ding, warum verspottet mich dieses Gerät so? Oh, hallo. Entschuldige mich für meinen Wutausbruch, aber egal. Wie sehr ich mich bemühe, dieser Teleporter reagiert aber nicht auf meine Essenz. Ich dachte, diese alte Magierwälzer würde die Antworten haben, die ich brauche, aber ich kann das Kauderwelsch daran kaum verstehen. Es sieht so aus, als müsse ich überall hinlaufen. Uff, meine armen Füße zittern schon bei dem Gedanken daran. Oh, kann ich bestimmt dahin reisen. Ja, okay, ich kann teleportieren. Cool. Da könnte ich auch hochklettern. Wir sind immer noch im... Ne? Ja, genau. Keine Portale gerade.
Ich will das mit der Schwerkraft haben. Das wird alles sehr viel einfacher machen. Hebel? Ah. Hebel spawnt Box. Box trägt mich nach... Oh! Oben. Das Spiel erwartet gute Reaktion von einem. Drücke, um The Worlds Apart zu lesen. Hieß nicht Ratchet und Clank so? Nee, Rift Apart war das. Ja, okay. Da ganz viel Lore kann man finden. Mhm. Interessiert mich auf jeden Fall. Drücke X zum Sprechen. Entschuldige meine Neugierde, aber ist das ein Kristallsplitter? Es scheint sich auf deine Essenz eingestimmt zu haben. Und es gibt hier Machtportale, ohne ein Tor zu erschaffen. Eine solche Macht könnte sich als nützlich erweisen. Weißt du, wie viele von Ruhs Stadtbewohnern... viele von Ruhs Stadtbewohnern sind immer noch ganz Weiher verstreut. Sie sind irgendwo da draußen gestrandet und allein. Solltest du sie zufällig finden, dann bring sie bitte hier in Sicherheit. Sobald du sie alle gefunden hast, werde ich dir eine große Wahrheit offenbaren. Achso, da ist der Typ, den wir gefunden haben. Da hinter mir, im Hintergrund. Okay, und das ist so gesehen also der Grubfaser von Hollow Knight. Ich verstehe. Irgendwo dämlich so einfach so andere Videospiele in einem Videospiel wiederzusehen, aber... Ich hab nichts dagegen, wenn sich Spieler gegenseitig aneinander orientieren und inspirieren. Warum nicht? So, dann gehen wir jetzt hier lang. Du spinnst dich einfach nur. Okay. Und da darf ich jetzt meine Portale wieder verwenden, richtig? Wir sind auf die Essenz einer anderen Welt eingestimmt. Ein Ort der schwindelerregenden Umkehrung der Vertikalität. Achso. Achso, also kann ich die gar nicht für alle Gebiete freischalten, sondern es ist je nach Gebiet. Don't touch the floor challenge. Uah! Okay, warte, reden wir erstmal mit dem da unten. Hallo. Warum schreiben Leute, könnt ihr nicht auf Englisch irgendwie euch im Chat unterhalten? Könnt ihr einfach normal sein? Danke. Wünsche dir viel Spaß beim Spielen. Dankeschön. Endlich habe ich. Wünsche dir viel Spaß beim Zusehen, falls du zusiehst. Hallo, Likeser. Meine Güte, du scheinst einen Kristallsplitter bei dir zu tragen. Ein wahrlich wertvoller Schatz. Kristalle waren einst der Treibstoff, der es den magischen Toren ermöglichte, Portale zu anderen Welten zu öffnen. Und das war, bevor der Orden die Existenz dieser Dämonen und ihrer üblen Korruption entdeckte. Nun sind die meisten Kristalle zerschlagen und ihre Splitter vor neugierigen Augen verborgen. Okay, also wurden einfach Portale verboten wegen den Dämonen, aber dann kamen die Dämonen halt in die Magierwelt und jetzt halt, ja, ist halt doof, ne? Okay, hier geht's einfach nur raus. So. Wer spielt seine Videospiele schon normal, wenn man einfach an der Decke gehen kann? Das passiert alles so schnell. Will nicht mehr. So. Perfekt. Na cool, wie das hier einfach so eine Holzbrücke ist. Ich mag das mit den zwei Welten. Ich hoffe, meine Power wird noch ein bisschen stärker. Oh. Okay, da kommen so riesige Noms-Dinger raus. Ja, ja, ja. Und ein Hebel. Ah, cool, dass wir direkt schon mit der nächsten Kraft unter... Also wenn jedes Gebiet so eine eigene Kraft hat, ist natürlich auch ziemlich cool. Kann ich ja nichts gegen sagen. Was dahinter liegt? Neue Quest. Drücke die Taste. Eine uralte Macht scheint hinter einer versiegelten Tür zu schwingen. Könnte es einer der Splitter sein, die benötigt werden, um Broms Kammer zu entriegeln? Okay, zwei Steine sammeln und dann kann ich zu Brom. Got it. Also dann kann ich einen der zwei Splitter holen. Ja, so. Haben wir ein bisschen was zu tun. Hier ist ein Portal. Ist schön. Guck mal, ob hier irgendwo ein geheimer Durchgang ist oder so, aber nö.
Hier kann man nur ein bisschen rumfliegen. So, vor allen Pflanzen und so einfach Angst haben. So, das war der Weg zu dem anderen Typen da unten. Den haben wir ja vorhin rückwärts gemacht. Okay. Sind trotzdem überall Dämonen in anderen Dimensionen außer hier. Verstehe. Wollt ihr wissen, ob das jetzt vielleicht ein anderer Gegner oder so ist? Aber scheinbar ja nicht. Warum war dann... Also die Schwerkrafträtsel sind bisher... Achso, es war so ein bisschen mit Timing und so, okay. Das war auch eine Abkürzung. Schwerkrafträtsel sind bisher alles sehr chill. Wenn es jedes Gebiet eine neue Fähigkeit gibt, ist es halt echt Ori als Kerze? Nee, weil bei Ori behält man die Fähigkeiten. Oh, hat er sich in Fledermäuse? Egal. Wir haben ja jetzt nicht mehr diese andere Kraft. Obwohl, es ist ja irgendwie dieselbe Kraft noch mit inbegriffen, ne? Ach, was weiß ich. Gibt's hier Wasser? Nein. Au, aber es tut weh. Hallo. Hallo nochmal, Soli. Deine Welt ist so lebendig und grün. Ich erinnere mich, als mein Reich noch so lebendig aussah. Das war vor langer Zeit, bevor die Dämonen kamen und ihre Essenz korrumpierten. Mein Volk war auf sie nicht vorbereitet. Warum sollten wir vorbereitet sein? Der Orden der Magier sagte, dass das Versiegeln der Tore die Korruption für immer fernhalten würde. Wir hatten keine Möglichkeit, den Dämonen zu entkommen, sobald unser Tor geschlossen war. Es war also etwas wie ein Todesurteil. Jetzt bin ich der einzige Überlebende meiner Art. Ich war ganz allein, bis ich dich traf. In Zeiten wie diesen sollten wir keine Trauer über diejenigen empfinden, die wir verloren haben. Stattdessen müssen wir unsere Zeit mit ihnen feiern. Ich hatte viele Geschwister. Wir lebten in der Mulde einer großen Weide, in der Nähe von Feldern im leuchtenden Grün. Die Blumen, die auf diesem Feld wuchsen, blühten im Sternlicht. Ich kann sie immer noch sehen, sogar in dieser Dunkelheit. Diese Nächte sind meine wertvollsten Erinnerungen. Wenn ich doch nur ein letztes Mal über diese Felder wandern könnte. Ja, aber Bro, hast du nicht die Dämonen einfach zu uns gelockt, weil die dich jagen? Weil du kamst und danach ging alles kaputt. Kerzi and the Will of the Dämon Portal. Und Kerzi and the Blind Cold. Ich sehe schon. Okay, das Rätsel, das... Easy. Hopp, 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 hopp. Ja, die Boden-Challenge habe ich vorhin schon gemacht. Ich... Ah! Ein bisschen zu nah dran gewesen. Oh, wir haben das zermatscht. Matsch, matsch. Aber habe ich alle Wege ausgekundschaftet? Egal. Wir gehen jetzt einfach erstmal hier lang. Solange wir hier lang gehen können. Beeinflusst ist das irgendwie? Ah, es wird schneller. Okay. Ja, es wird schneller. Okay, ich möchte hier lang fallen. Ja. So, dann bin ich hier so oben drüber. Ja. Da ist gerade schon wieder irgendwas weggelaufen, ne? Ich möchte unten dran vorbei. Puh. Okay, okay, okay. Alles cool. Aber durch. Funktioniert sehr schön. Und hier runter. Hier ein bisschen an der Decke. Das ist bestimmt der erste Boss oder so ein Schmarrn. Wie das Ding die ganze Zeit vor mir abhaut. Ah! Theoretisch kann ich es schaffen. Karte, Karte, Karte. Da ist der erste Kristallo, den wir brauchen. Okay. Komme ich da irgendwie rein? Nee. Müssen die Tür hier öffnen und dafür müssen wir von oben kommen. Okay, gehen wir hier lang. Es wirkt am ersten, als würden wir da nach oben kommen. Warum ist die Musik so dramatisch? Als würde mich irgendwas verfolgen oder so.
Oh Gott. Ah! Warum sind hier mal Gegner? Nicht nur der Boden ist Lava, Hiras. Selbst die Decke ist Lava. Und die... Ah! Und die Schmetterlinge auch. Ah. Easy. Geben Sie mir einen Splitter. Ich habe ihn mir verdient. Ah, oh Gott, oder öffne einen Teil der Tür. Okay. Flappy Bird 2.0, aber wirklich. So, Quest aktualisiert. Jetzt brauchen wir nur noch den da unten rechts. Okay, puh. Eingekonnter Sprung und wir sind hindurch. Was hier unten? Ein geheimer Ort. Secrets. Aua. How do I do this? Da ist ein Dorfbewohner auf jeden Fall, den ich retten soll. Aua. Eigentlich müsste ich so hier rechts hochfliegen und dann nach links. Nein, lass den Stein los, lass den Stein los. Oh, der Stein so eine riesige Range. Oh. Ah, ich weiß wie. Wenn ich hier so ein bisschen in Höhe gewonnen habe. Ah, so da so irgendwie so durchjiggeln. Oh, easy. Okay. Soll ich die Sounds vom Spiel ein bisschen leiser stellen? Weil irgendwie die Sounds sind... Aber manche Sounds sind auch so leise. Aber dieser Stein ist zum Beispiel ultra laut einfach. Die Tage vergingen und die Liebenden kartierten die verwinkelte ruinöse Landschaft auf der Suche nach einem neuen Ort, den sie ihr Zuhause nennen konnten. Saved. Wow, jetzt muss ich nochmal rausschaffen, sogar. Easy. So, und dann können wir das hier umlegen. Ja, ist mehr so Plattformer als Metroidvania, ne? Weil kämpfen tun wir hier ja gar nicht. Ich mag Plattformer ja auch. Muss nämlich sagen, zu einem Metroidvania gehört ja schon irgendwie der Metroid-Aspekt. Hier mehr der Vania-Aspekt. Genau, damit kann ich mich auch überall hin teleportieren, ne? Ja. Ja, aber wir suchen hier noch einen Stein. Auf der rechten Seite hier. Okay, wird beides da. Oh, lang. Das ist die Kartentaste. Ja, da kommen wir nämlich hinter. Unten hin. Vielleicht, wenn wir durch Wasser irgendwie laufen können oder so. Option Sound. Soundstein. Nein. Da gibt es keinen Soundeffekt. Da gibt es nicht einen Steinsound extra zum Umstellen. Schön wäre es, aber nee. Hebel. Warum sollte ich da zumachen wollen? Warum was? Nee. Ah! Okay, alles gut. So, können die Feuerbälle die Eier da wegspringen?
Lass mal nochmal 3, 4 mehr durchfliegen. Aber um sicher zu sein. Perfekt. Hallo. Okay. Ah, cool, dass sich auch von dem Ding die Schwerkraft umdreht. Hallo. Ein Geheim. Das ist doch nicht geheim. Okay, geheimer Ort. Hallo. Diejenigen, die rebellierten, wurden in die kalten, farblosen Weiten der ersten Welt verbannt, ohne Hoffnung auf Rückkehr. Ja, weil sie ja schon mal, wer dafür verantwortlich ist, dass die Dämonen hier sind. Die haben wohl ihr eigenes Volk verbannt, wenn sie nicht auf Regeln hört. Kannst du in Stacheln fallen? Okay. Sorry. Ihr müsst wahrscheinlich darum, das kommende Areal zu erklären. Ach so, dass man Türen und so öffnen und schließen kann. Ah, ich gehe erstmal hier unten lang. Gefällt mir mehr. Dass es einfach die Option gibt, Hebel öfter zu verwenden. Okay. Lol, ich hab's überlebt. Aber knapp. Okay, wir haben die beiden Hebel aktiviert und die große Tür sollte jetzt offen sein. Ja, folg mir mal. Ja, feini! Upsi! Ja. Ich habe auch erst die ganze Zeit gedacht, dass irgendwie jeder NPC Papa ist, aber scheinbar ist Papa bestimmt irgendwie special und kommt es später. Wir haben ja nur Mama gesehen bisher. Teleporter da oben? War ein Teleporter? Wenn ich die sag, dann ist... Ah! Da vielleicht einer. Ah, das war da, wo man hier lang gehen musste. Nicer Bait. So, und dann wollen wir hier hin und nach rechts. Dann finden wir einen Splitter. Ich hoffe, es gibt irgendwelche Upgrades. Selbst wenn es nur ein Doppelsprung... was heißt nur Doppelsprung? Eigentlich das Beste. Na, nicht ganz so gut wie ein Dreifachsprung. Aber wir haben die Tür jetzt offen. Ist das Game free to play? Nö. Eine uralte Macht verweilt im Jenseits. Geboren in der ersten Welt. Ein mächtiges Gefäß. Jetzt nur noch eine Marionette des Dunkeln. Was? Das war einfach mein Stein, ne? Der hat aber getalkt. Hier ist bestimmt ein Boss. Das wird nämlich jetzt gleich runterfallen. It's the Spoder! Was will ich machen bei der Spoder? Aber dodgen erstmal oder. Ja, scheinbar einfach dodgen. Matsch. Kannst du da selber gegenschießen? Ah ja. Au, und dann hüpfst du dahin. Okay, ich verstehe. Einfach stehen bleiben. Ah ja, dann ist hier alles weg und dann kann ich mich einfach hier draufstellen und dann hast du getroffen und jetzt gehe ich wieder hin und dann wiederholt sich das Spiel. Ich verstehe. 1, 2, 3. Ja, wenn man realisiert, dass seine Angriffe eigentlich null gefährlich sind, dann ist er eigentlich ganz chill, der Boss. Aber auch wieder echt laut. Hier selber getötet, nice. Was bist du denn für ein fliegender Geist? Die Zeremonie. Warte, habe ich einen Hall? Ja, ich glaube, das ist ein Hall. Die Zeremonie von Ru war ein Fehlschlag. Die Macht der ersten Welt kann nicht durch bloße Gesänge und Rituale eingedämmt werden. Der erste ist der Ursprung von allem, was es gibt und was es jemals geben wird. Der Urvater der Realität selbst. Als die erste entstand, begann sie als eine Woge roher Magie. Seitdem ist sie durch Fäden sauer, durch Fäulnis sauer geworden. Wir versuchten, die Korruption zu ignorieren, in der Hoffnung, dass sie vorbeigehen würde. Aber die Realität zu übersehen, bedeutet, den Wahnsinn zu huldigen. Nun,
Der vergessene Sohn, Araben, der Herold der Ersten, will uns allen seine eigene Realität aufzwingen. Okay, danke. Ich nehme mal kurz das da. Kristallspinner. Kristalle sind Totems der verbotenen Künste, jetzt reduziert auf bloße Relikte eines ungebundenen Zeitalters. Okay, aber ich kann jetzt nichts Neues oder so, ne? Der will eh nicht mehr mit mir reden. Ja, guck mal, voll so der Raum des Wissens eigentlich. Überall Schriftrollen. Okay. Kamera? Danke. So, okay, dann haben wir den, den wir die ganze Zeit gesehen haben, schon rasiert. Und da ist der zweite. Muss ich im Dorf einen anderen Weg gehen. Ja, dann porten wir uns zum Dorf. Chat-Support meldet sich zum Dienst. Hallo, Johnny. So, stille Lichtung, gehen wir wieder dahin. Dann gucken wir den Weg nach unten. Genau, hier kann ich ja nichts einsetzen, also muss ich es irgendwie so schaffen, nach unten zu gehen. Ach, kann man einfach so, okay. Hallo, wer bist du denn? Ach doch, der hat den Weg umgeändert, glaube ich, für mich. Der Weg in die großen Minen liegt hinter dieser Tür. Nur diejenigen, die vom Orden zugelassen sind, dürfen passieren. Nee, hier war ich, glaube ich, noch nicht einfach. Okay. Hopp. Ah, blub, blub. Ah, cool. Ich wette 10 Saps, dass das jetzt hier ein Lichtgebiet ist, wo man Lichtfähigkeit bekommt. Lol, man sieht alles, wenn man das anmacht. Aber ich habe leider keine Saps zum Verschenken, sorry. Ich habe ja eh die Wette gewonnen, also alles gut. Toiletten sind kein Licht, aber was ist das außen am Rand? Das ist doch eindeutig Licht. Und man sieht ja nicht nur die Silhouetten, der Hintergrund ist erleuchtet. Wir haben uns auf die Essenz einer Fernwelt eingestimmt, ein Ort der Erleuchtung und schimmernden Verlockung. Okay, also wenn ich oft hüpfe, wird alles dunkel, aber wenn ich stehen bleibe... Okay, ich kann es nicht mal an- und ausmachen. Ah, durch Bewegung wird es auch kleiner. Okay, das... Ich laufe in langsamen Schritten Gebiet. Ja, aber cool, dass man die Augen von dem Gegner so auch sieht. Ja, das ist cool, dass man die Welt durch Stehenbleiben sieht. Okay, und hier ist dann der Portalstein, den sieht man trotzdem in beiden Versionen. Ja gut, das ist ja auch kein direktes Portal zumindest. Geh mal weg. Okay, komm mit. Au. Okay, wie gewinne ich gegen Spider? Ja, und jetzt? Hä? Weiterschieben? Nee, Junge, Kopf, Justin. Guck meinen Charakter an, was macht der denn gerade? Kannst du nach rechts ziehen? Hab ich doch auch gerade gemacht. Dann stehe ich halt hier. Geht's dann weg? Hast du die Spinne schon höflich gefragt? Nein. Hallo Spinne, darf ich bitte vorbei? Vielleicht sieht sie mich nicht, wenn es dunkel ist. Irgendwie sieht es schon so aus, als...
Also es gibt auf jeden Fall so eine Sichtmechanik, weil jetzt sieht sie mich nicht und geht weg. Und kommt zu mir, wenn sie mich sieht. So geht sie weiter, weil sie mich nicht sieht. So läuft sie halt hin und her. Aber ich bin ja zu klein zum Drüberspringen. Außer vielleicht, wenn sie so auf mich zukommt. Okay, jetzt geht der Sprung auf einmal. Keine Ahnung. Okay. Das sind Plattformen, die verschwinden wahrscheinlich im Dunkeln. Ja, sind die nicht feste im Dunkeln. Ja, ist cool eigentlich. Okay, ich frage in Zukunft alle Gegner höflich. Ja, nicht die fallende Kacke. Hallo, kann ich bitte nicht sterben? Ah. Lol, es hat funktioniert. Hier können wir einfach hinlaufen. Oh. Au. Okay, warte. Licht. Nicht zu viel bewegen. Na, guck mal, das ist mein komischer Fuchs wieder. Und da oben chillt ein Dude. Okay. Ich darf nicht zu lange stehen bleiben, aber ich darf nicht permanent laufen. Das erste tropft permanent. Und das zweite tropft jeden zweiten. Eins. Zwei, ja. Also muss ich jetzt hoch, jetzt rüber und jetzt da hoch. Oh. Hui. Die Fäulnis begann, sobald sie die erste Welt entdeckten. Sie bewirkte, dass die kosmische Vereinigung zersplitterte und Risse bekam. Bla bla. Easy gerettet. Gebiet ist nicht für Leute, die eine Spinnenphobie haben. Also das Dunkelheitsgebiet in Hollow Knight ist da, glaube ich, schlimmer gewesen. Bleib stehen, ich bin es, Leyra. Ich habe dich kaum erkannt in dieser verfluchten... Ich habe dich kaum erkannt in dieser verfluchten Dunkelheit. Ist doch hell. Die Stille in dieser Höhle erinnert mich an meine eigene Welt. Sie wurde vom Leben befreit und beherbergt nur noch Schatten und Staub. Ich habe miterlebt, was passiert, wenn Dämonen in eine Welt eindringen. Sie verzehren und korrumpieren, bis es nur noch Schatten gibt. Okay, ich musste freestylen, weil ich mich verlesen habe. Ich hoffe, dass deine Macht das Volk von Vaya vor einem ähnlichen Schicksal bewahren kann. Das ist, wenn du der Dämon bist. Ist mir suspekt, der Fuchs. Okay. Ist echt cool mit dem... Also man sieht ja so auch gerade so genug. Beim Rumlaufen. Hallo Spider. Tschüss Spider. Oh, da habe ich fast eins getroffen. Klitsch, klitsch. Oh, guck mal, hier sind überall Spinnenweben. Wahrscheinlich, weil hier so eine Spinne gewohnt hat. Perfekt. Sind hier überall... Warum sind hier überall Portale? Hat aber jemand gar keinen Bock, hier Backtracking in dem Gebiet zu betreiben. Aber alle 3 Meter ein Portal... Oh, sie sind schon durch. Easy. Oh, Spinnennest. Der Splitter war einst Teil eines Torkristalls. Selbst in diesem kleinen Zustand enthält er immense Kraft. So. Au. Schade. Wir werden nie den Splitter bekommen. Okay, wir haben beide Splitter. Wie können jetzt dir zu Bronn. Brom, 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 Brom gehen. Hier. Auf geht's. Du hast nicht gefragt? Sorry. Du hast beide Splitter gefunden. Ich wünschte, ich könnte Broms Gesicht sehen, wenn er merkt, dass sein Kind das Siegel zu seiner Kammer gebrochen hat. Stimmt, ist der auch korrumpiert oder so? Du hast nichts für mich? Nö. Na dann. Hallo. Ich hoffe, dass die Barrieren um diesen Heiligtum weit halten, um uns alle... Du hast vorhin noch gesagt,
dass man sich keine Sorgen um die Barrieren machen muss. Und jetzt laberst du davon und ich hoffe, wir halten ein bisschen. Hallo, was bist du denn? Soli, du bist noch am Leben? Ich habe meine Mama und meinen Papa verloren. Ich habe versucht, sie zu finden, aber die Wache lassen mich nicht gehen. Ich weiß, dass ich und die anderen Kinder dich immer gehänselt haben, nur wegen deiner seltsamen Kräfte. In Wahrheit mag ich deine seltsamen Fähigkeiten. Ich wünschte, ich hätte sie jetzt, um mir zu helfen, meine Eltern zu retten. Ja, ja, ich finde die schon. No worries. Hallo, komischer Typ. Mit Ohren. Ja, okay. Dann setzen wir den Stein mal ein. Ich finde es lustig, wenn der Mini-Zombie einen Kerzenzylinder hätte. Eine Kerzenkapuze. Keine Ahnung. Aber ich mache hier nicht jetzt was. Vielleicht, falls ich nochmal streame. Aber eine lustige Idee. Ich will eigentlich auch nicht für jedes Spiel was machen. I don't know. Wir haben ja auch so Fun. Ach du meine Güte. Du hast zwei Splitter? Hervorragende Arbeit. Ich kann sie benutzen, um Broms Kammer zu öffnen. Die Verwendung von Kristallsplittern war lange Zeit verboten, aber dies sind schwierige Zeiten. Sieh dir ihre Macht an. Splitter sind mächtige, seltene Gefäße, die Magie verstärken oder zerstreuen können. Daran solltest du auf dem vor dir liegenden Weg denken. Als Zeichen meiner Dankbarkeit darfst du eintreten und zuerst mit Brom sprechen. Ich hoffe nur, dass er die Erkenntnisse bietet, die du suchst. Splitter sind so mächtige Werkzeuge, die können eine Tür öffnen. Dann gehen wir mal rein. Du bist ein bisschen größer als ich. Papa? Bist du Papa? Willkommen, so. Der kriegt auch Hall. Willkommen, Soli von Ruhe. Wie ich sehe, hast du meine Barriere schnell überwunden. Ich bin Brom, der rechtmäßige Wächter von Vaya. Nachdem die Bestien angegriffen haben, habe ich mich in dieser Kammer versiegelt, um der Verderbnis von Araven, dem Dämonenfürsten, zu entkommen. Er ist es, der in unsere Welt eingedrungen ist. Alles, was er sich wünscht, ist, seinen üblen Einfluss über das Meer der Realität zu verbreiten. Wie du zweifelsohne gesehen hast, bringt seine verderbtes Bestien hervor und macht die Welten grausam, unbeständig und gefahrvoll. Meine alte Freundin Zarana könnte uns helfen, Arwen zu besiegen. Leider wohnt sie in der Wüstenwelt von Sonaria. Soli, wenn du mehr Kristallsplitter sammeln würdest, könnte ich damit ein Portal nach Sonaria öffnen. Glücklicherweise gibt es einen funktionierenden Splitter in den großen Minen. Ich werde den Eingang auf deiner Karte markieren. In den Untergrund. Okay. Du möchtest mehr wissen? Nun gut. Vor deiner Zeit haben wir Maria-Kristalle geschmiedet, die es uns erlaubten, über das Meer der Realität zu reisen. Es war ein Zeitalter des Fortschritts, das abgebrochen wurde, als wir Umbera entdeckten, die erste existierende Welt. Alles, was du sehen, hören und anfassen kannst, ist einst von diesem Ort ausgegangen. Aber inzwischen ist er in seinem Kern verrottet. Seit Umbera zusammengebrochen ist, hat sich seine Korruption über das ganze Universum ausgebreitet und jede Welt auf ihrem Weg verwüstet. Wir haben die Tore versiegelt und bis auf ein paar Kristalle alle zerschlagen, um die Korruption in Schach zu halten, aber wir waren zu spät. Die Versiegelung der Tore hat das Unvermeidliche nur verzögert. Wir haben Araven erfolgreich in Umbera gefangen, aber zu einem hohen Preis. Umbera hat ihm unergründliche Macht verliehen und mit ihr versucht, die Korruption über das Meer der Realität zu verbreiten. Aus diesem Grund hält jede Welt eine Reinigungszeremonie ab. Sie reinigt ihre Kristalle von Korruption und hält Araven in Schach. Aber es scheint, dass wir seine Stärke unterschätzt haben. Ich hoffe nur, dass Zarana und ich stark genug sind, ihn wieder zu verbannen. Okay, Musik hier ist sehr schön. Ach so, ich kann jetzt immer... Ah, der hat mir permanent Schnellreise gegeben, glaube ich. Ja, ich brauche keine Kristalle mehr. Ich kann nochmal gucken und von dem weggehen. Ja, ich kann jetzt zu allen Kristallen jederzeit reisen. So macht man das in Videospielen. Ja? Sieht immer noch so freundlich aus.
So macht man das. Ich hasse, Hollow Knight ist so ein gutes Spiel, aber dieses Schnellreisesystem hat so abgefuckt. Die ganze Zeit. Aber egal. Hollow Knight trotzdem bestes Metroidvania. Bromsboten sagte uns, dass du eine Passage zu den großen Minen brauchst. Er muss wirklich viel von dir halten, Soli. Fuß Soli. In den Untergrund. Let's go. Hier habe ich immer noch keine Powers. Da müsste er gleich... Hui! Oh, cool. Ich wollte eigentlich aus Jux hier runterhüpfen, aber hier geht es scheinbar weiter. Wo ist das Portal? Ich brauche meine Powers. Please. Metroid ist das beste Metroidvania. Ist ein gutes Metroidvania auf jeden Fall. Ah, wir haben wieder Höllenportale hier. Okay. Und was muss ich machen, um da hochzukommen? Keine Ahnung. Gravisoli. Okay, irgendwie nach da oben links will ich. Oh, die Feuerschüsse sind schneller in der Dimension. Au. Wieso springe ich da direkt rein? Hopp. Schaffe ich den Sprung? Nein. Na, guck mal, die Kletterranken sind auch böse. Kann ich so? Ich hab's irgendwie falsch gemacht, aber das war der richtige Ansatz, glaube ich. So. Ja, das ist ein bisschen zu rutschig. Ich kann nicht wirklich stehen gerade. Hüpf nochmal, bitte. Ja, das ist ein bisschen zu weit oben. Zu weit unten eher. Das ist ein bisschen zu weit oben. Ja, aber irgendwie schaffe ich es trotzdem nicht darüber. Ich glaube, ich habe nicht weit genug gedacht. Ja, der Traumnagel war echt ein Segen, aber der kam ja auch erst mit einem Update, das mit dem Teleportieren und so. War ja auch nicht von Anfang an drin. Da hatte ich ja das Spiel schon durch. Zum restlichen Erkunden war es auf jeden Fall praktischer. Ich glaube, ich finde dein cutes Zombie-Gesicht unten sogar noch cooler als eine normale Facecam. Ja, eine normale Facecam kann man halt schon besser auf Sachen irgendwie reagieren, aber... Oh, danke. Freut mich, dass es so viele, dass es so vielen gefällt. Ach, guck mal, die sind sogar markiert. Verlorene Dorfbewohner. Wenn ich nur in der Nähe dran vorbei bin, ja, dann ist ja egal, wenn die markiert sind. Und wenn ich mich eh überall hin teleportieren kann und so... Dann wird es ja easy. Ah, Stacheln können auch in der anderen Dimension sein. Ja. Oh Gott, puh. Du hast die Beine weggebraten. Augenbrauen reichen als Reaktion für alles. Ja, mein größtes Problem ist, dass ich eigentlich kein so... Ich will eigentlich so ein... Also ohne diesen... Wenn ich so bin, normal, dann bin ich... Ich weiß nicht, der ist mir dann zu neutral. So ist halt dann jetzt mein glückliches Gesicht. Aber ich weiß nicht, ob ich so einen Uwu-Mund eigentlich immer als glückliches Gesicht haben will. Aber es ist halt irgendwie freundlicher beim Zusehen natürlich. Vielleicht brauche ich einfach glückliche Augenbrauen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das genug reicht, um Freude auszudrücken. Ja, ne, ich weiß, dass der Uwu neutraler netter ist. Deswegen habe ich den ja auch meistens. Okay. Naja. Nein, ich verstehe es nicht. Mach ich. Ach so, doch. Kann einfach durchhüpfen. Hallo? War gerade eine Staubwolke in der Luft. Ich habe es ganz genau gesehen.
kurz Panik geschoben, weil ich zweimal drücken musste, um das Portal erst einmal wegzumachen. Da hatte ich echt Panik kurz, aber hatte ja Glück scheinbar. Ah. 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 So. Perfekt. Nur mal so als Frage, du und der Freedom Squad seid ja schon dicke Freunde. Könnte man sagen, ja. Aber kennt ihr alle eure Gesichter aussehen? Weil das von Manu und Maudado kennt man ja nicht. Ich habe Manu noch nie gesehen. Ich schwöre auf alles, was ich besitze in meinem gesamten Leben, dass ich Manu noch nie gesehen habe. Viel Spaß, Yoshi-Porn. Und Maudado habe ich mal gesehen, aber ich habe es vergessen, weil es mir so egal war. Er hatte irgendwann mal vor 5 Jahren oder so mir mal ein Bild geschickt oder in eine Gruppe reingepostet gehabt, weil er irgendeinen Pulli oder sowas zeigen wollte. Aber ich habe vergessen, wie er aussieht. Also, ja, kein Plan. Ist jetzt nicht so, als würden wir jeden Tag hier mit Facecam-Chat voreinander sitzen und uns zulabern. Oh, ein Schmied. Gib mir eine Waffe, gib mir ein Schwert, gib mir einen Hammer. Hammer. Du stehst über den verbotenen großen Minen, dem Geburtsort der magischen Tore. Zu seiner Blütezeit versammelten sich die Magier in den großen Minen und arbeiteten zusammen, um die Portale zu verstehen. Aber als wir die Tore versiegelt haben, wurden diese Säulen errichtet, um die Minen und ihre Geheimnisse für immer wegzuschließen. Brom hat mich gebeten, dir einen sicheren Weg nach unten zu gewähren. Finde einen Weg, jede dieser Säulen zu aktivieren und der Weg wird sich öffnen. Die Säule zu Pfosten. Von Säule zu Pfosten, ah. Okay, wo ist meine Waffe? Wo ist mein Schwert? Lame. Damit meine ich nicht Let's Adventure Your Minecraft. Was das eigentlich die Abkürzung davon war. Ich werde bei Hytale vielleicht mal wieder so ein Adventure mitspielen. Wenn das jemals erscheint. Oh. Hallo? Kein Ort. Ah, dadurch, dass es schneller ist, komme ich einfacher dran vorbei. Und dann bestelle ich mich trotzdem doof an. Kann ich da so hoch? Ach so, ich komme da ran. Dann? Halt, hell, wird zusammen mit GTA 6 released, ja. Ein Zeitalter des Lichts wurde aus Gefühl der. Ja, okay, hallo. Das einzige Spiel, wo ich sowas lese, ist Elden Ring. Oder nicht in jedem Spiel Deeper Lore. Die Lore der Kerzenmenschen. Ich finde es süß, dass Spiele es versuchen. So. Ah. Ich verstehe. Oh. Ach, und das oben ist ein Spawner für die. Cool. Lol, ich kann den dann drauflaufen lassen. So weit habe ich gar nicht gedacht. 5 Monate für Elden Ring? Ja, Elden Ring wird. Oh. Das wird so weggesuchtet. Ah, ich habe eine Säule aktiviert. Hat schon gewundert, was ich hier getan habe. Öffnen wir die Abkürzung da. Und gucken wir noch weiter nach links. Da ist ein verlorener Bewohner.
Will ich das? Eigentlich will ich den so haben, oder? Ich glaube schon. Okay. Ja. Okay. Puh. Die verlangt hier aber auch was von einem. Ah. Und renn! In die andere Richtung. Ach, okay, okay, wir sind wieder hier. Hat's ja wenigstens gesehen. Aber es war schon eine große Pause dazwischen. Hätte man echt vergessen können, dass es dieser Stampf existiert. Zweite Säule aktiv. Stream zu Elden Ring, du machst. Elden Ring, ich erst Let's Play aufnehmen werde, aber eventuell, wenn ich vor Release ein Muster habe, wird Let's Play fertig sein, bevor ich streamen kann. Und dann kommt ein blindes Let's Play auf YouTube und dann, wenn es rauskommt, streame ich es trotzdem auch mit meinem Wissen, was ich schon alles weiß. Kann man beides sehen, wie man möchte. Kann man dann live ein bisschen gucken, wie ich Elden Ring spiele, aber schon ein bisschen mich auskenne und aber Spaß am Spiel habe und ein bisschen mehr die Koop-Aspekte mache. Oder... ja. Mach mal kurz was hier. Frage beginnen. So, mal kurz eine Umfrage noch gemacht zu diesen. Ich rette die NPC-Leute. Bei mir persönlich sind die hier relativ Banane. Wenn jetzt hier ein paar Leute oder der Großteil irgendwie doch so ist, ja, ich möchte die Lore von dem Spiel mitbekommen, dann ist das auch in Ordnung. So, gehen wir hier durch. Sieht aus wie Ori.